Ich freue mich sehr, den Film über den Freund der Berge Alpencross 2015 vom Chiemsee zum Gardasee präsentieren zu können. Es ist mir ein Anliegen, vorweg klarzustellen, dass dies keiner der üblichen 5 Minuten Helmkamerafilme ist, sondern ein Film, mit dem ich versuche, zwei Kriterien zu erfüllen. Erstens soll er eine umfassende Erinnerung für uns drei bilden, die wir diesen Alpencross tatsächlich gefahren sind, also Andrea, Heimer und mich. Und zweitens soll er eine einigermaßen brauchbare Dokumentation für all jene liefern, die sich mit dem Gedanken tragen, diese Route ebenfalls mit ihrem Mountainbike in Angriff zu nehmen. Gefilmt wurde mit spartanischem Equipment, zwei Kompaktkameras und einer Helmkamera zwischendurch. So konnten wir einigermaßen brauchbares, aber natürlich bei weitem nicht perfektes Filmmaterial sammeln. Ein Problem für jeden, der privat und nicht kommerziell einen Film veröffentlicht, sind die urheberrechtlichen Normen, die leider in der derzeitigen Form viel Kreativität vereiteln und große Kompromisse erforderlich machen, insbesondere bei der Musikhinterlegung. In diesem Zusammenhang bin ich Project System 12 sehr dankbar, auf deren Musik ich immer wieder gerne zurückgreife, da diese Creative Commons lizenziert ist. Weil wir gerade beim Danken sind, an dieser Stelle ein großes Danke an drei Personen. Andi Kofler, der Heimer und mich nach Bayern chauffiert hat. Isabella Url, die Andrea nach St. Ulrich Ortisee gebracht hat. Und Rudi Sablatnik, der uns drei am Gardasee wieder abgeholt hat. Spezieller Dank gebührt auch der MTB School and Rental Ortisee. Ohne deren großzügiges Entgegenkommen hätte Andrea ihre Alpencross-Teilnahme beenden müssen, bevor sie damit begonnen hatte. Das ist dann im Film zu sehen. Nun aber Film ab, Freund der Berge, Alpencross 2015, von Chiemsee zum Gardasee. Hinter jedem klassischen Alpencross steht der Gedanke, den Alpenbogen aus dem Flachland nördlich der Alpen bis ins Flachland südlich der Alpen zu überqueren. In unserem Fall ist es die Gegend um den Chiemsee, in dem wir die Reise beginnen. 10 Etappen führen uns unter anderem durch die Kitzbüheler Alpen, die Dolomiten, die Sette Comuni und die Gegend um den Passubio. Wir starten also in Ettenhausen, unweit von Grasau. Der erste Traumtrail wartet gleich im Bereich der Grenze Deutschland-Österreich. Hoch über der Entenlochklamm sorgt der Schmugglerweg nach Kössen für viel Fahrspaß. So, Grenze erreicht! Den kleinen Abstecher in die Klamm zur Hängebrücke nehmen wir gerne in Kauf. Jetzt sind 2 Jahre vergangen und wir sind wieder auf einer Talsalm, von einem Alpencross 2015 Freund der Berge. Es freut uns gut, dass wir da stehen. Wir haben uns, glaube ich, recht ein großes Ziel gesteckt. Es werden in etwa 9 Tage bis 10 Tage werden, die wir im Rad verbringen. Annähernd 600 Kilometer mit 20.000 Höhenmeter oder knapp runter. Ein Abenteuer, Kurt. Wir stehen hier in der Entenlochklamm. Sind ein bisschen vom Steig runtergefahren, sind jetzt wieder hochschieben die Räder. Aber eine wunderbare Klamm, spektakulär. Muss man sich anschauen, wenn man schon einmal da ist. Starter sind wir in Entenhausen. Entenhausen heißt es richtig, aber klingt so Entenlochklamm, passt Entenhausen. Wir fahren, wir sind frohen Mutes, das Wetter wird uns wollt sein und ja, schön, dass wir da sein können.
Von Kössen fahren wir im Angesicht des wilden Kaisers und des Kitzbühler Horns zunächst bis Goin, wo wir uns beim Stanglwirt ein Bier genehmigen. Ein Bier beim Stanglwirt? Obercool. Ja, Prost, Heimo. Ab Elmau mühen wir uns dann überwiegend auf Schotterpisten über den Hartkaiser in die Kitzbühler Alpen. Sind die Tiroler. Da wird der Schranken ein bisschen nicht ganz so breit gemacht, sodass man auch durchfahren kann. An der Wegkreuzung Eiberg-Alm-Jochstuben ist mit 1610 Metern der höchste Punkt dieser Tagesetappe erreicht. Von dort geht es zunächst auf Schotter, dann auf Asphalt, nach Brixen im Tale und weiter ins Windautal, wo wir beim Steinberghaus das Tagesziel erreichen. So, geschafft. Die erste Tagesetappe haben wir hinter uns gebracht. Leben, momentan keine Luft. Gar. Nein, es war sehr lang. Länger als ich gedacht habe. Anstrengender als ich gedacht habe. Also so zum Einrollen, ja. Also es war schon eine normale Etappe, hätte ich gesagt. Resümee der ersten Tagesetappe von Ettenhausen zum Steinberghaus. 72 Kilometer, 1895 Höhenmeter aufsteigend, 1524 Höhenmeter abwärts und das während einer Dauer inklusive Pausen von 8 Stunden 17. Wir sind hier im Steinberghaus und fahren jetzt runter über die Gamsgrubelhütte, rauf über die Gamsgrubelhütte, weiter über die Füchsenscharte und dann auf der anderen Seite runter Neunkirchen am Großvenediger. Und dann wird gleich der nächste Anstieg folgen, wieder so um die 800, 900 Höhenmeter rauf zum Krimmler Tauernhaus, wo unsere heutige Etappe enden soll. Entlang der Windauer Ahe und vorbei an der Gamskogelhütte strampeln wir beharrlich Richtung Talschluss. Da werden wir rauffahren zur Filzenscharte. Genau, und zwar entlang eines perfekten Forstweges durch den Krumbachwald. Immer wieder im Blickfeld auch die Rotwand-Grundalmhütte. Die unter
Schutzstellung der Gegend um die Filzenscharte hat eine besondere Geschichte. Als Ausgleichsmaßnahme für die Eingriffe beim Ittertunnel der ÖPB stellten die Bundesforste 2010 ein Gebiet nördlich der Filzenscharte außer Nutzung. Das ca. 20 Hektar große Areal nahe der Waldgrenze soll künftig weitgehend frei von menschlichen Eingriffen sein. Es umfasst Hochmoore, Moordümpel, Latschenflächen, lichte Zirben, Fichtenwälder und ehemalige Weideflächen. So, wir befinden uns hier auf der Schiebestrecke zur Filzenscharte. Im Hintergrund diese typischen Hochmoorflächen, die hier völlig unter Naturschutz stehen. Nachdem nun also diese kleine Schiebestrecke bewältigt ist, geht es rasant über Forstwege Richtung Wald im Pinzgau bzw. nach Neukirchen am Großvenediger. Die Taldurchfahrt zwischen Neukirchen und Krimmel wird großteils auf befestigten Radwegen absolviert. Neben der Hauptstraße und fahren jetzt Richtung Krimmel. Das heißt, hinter den Felsen geht es dann ins Tal rein zu den Krimmler Wasserfällen. Ganz, ganz leicht im Nieselregen strampeln wir die paar Kurven die Gerlos-Passstraße hoch, bis wir links abbiegen in den alten Tauernweg, der uns dann weiter in das Krimmler Ahrntal bringt. Zwischen der Mautstation in Krimmel und dem Portal des unbeleuchteten Tunnels sind es etwa 420 Höhenmeter. Wunderschönes Hochtal Richtung Krimmler Tauernhaus. Spektakulär entlang der Krimmler Ahe. Tunnelende bis zum Krimmler Tauernhaus sind es dann noch immerhin knapp 8 Kilometer. Die doch vorhandene Steigung nimmt man gar nicht als solche wahr, fast spielerisch leicht geht es durch diese
tief beeindruckende Landschaft. Alten Tauernweg nutzten schon Säumer, die in der warmen Jahreszeit mit ihren Tragtieren Wein und Branntwein aus dem Süden importierten und dort Salz als Gegenfrachtfell boten. Aber auch wandernde Handwerker und Bauern benutzten den schwierigen Weg über den Krimmler Tauern als Nord-Süd-Verbindung über die Alpen. So wundert es einen nicht, dass es das Krimmler Tauernhaus schon seit über 600 Jahren gibt. Die Tauernhaus-Wirtsleute pflegen daher dieses geschichtsträchtige Schmuckstück im Krimmler Ahrental mit großem Traditionsbewusstsein und Stolz. Jetzt sind wir da. Diese heutige Tagesetappe bescherte uns 47 Kilometer, 1744 Höhenmeter im Aufstieg, 1005 Höhenmeter Abfahrt, und das Ganze während 7 Stunden und 26 Minuten. Ihr Lieben, der Zuschauer im Vorbeifahren. Ja, da hat es leider in der Nacht gebrannt. Die Ruinen rauchen noch. Die Feuerwehr von Krimmel war am Werken. Und so fahren wir bei ziemlich frischen Temperaturen dem Krimmler Tauern entgegen. We'll be right back.
Wir sind inzwischen im Windbachtal angelangt. Dieses ist sozusagen noch einmal eine Etage höher als das Krimmler Achental. Vom Krimmler Tauernhaus bis zum 2633 Meter hohen Krimmler Tauernpass sind es 11,5 Kilometer, wobei die letzten 6,5 Kilometer die Räder größtenteils zu schieben sind. Aber diese Strapazen nimmt man gerne in Kauf, wenn man sich in so einer grandiosen Landschaft bewegen darf. Genießt mit uns die Bilder. Auf 2,32 und es geht eigentlich schön dahin, über diese großen Granitplatten kontinuierlich langsam aufwärts. Irgendwann werden wir oben stehen am Krimmler Tauernsaal. Prominente 3000er breiten sich vor uns aus. Von links die drei Herrenspitze, Rötspitze, Löffelspitze und Gabelspitze hoch über dem Ahrntal. Am Krimmler Tauernpass überschreiten wir zugleich auch die Grenze zwischen Salzburg und Südtirol bzw. zwischen Österreich und Italien. Mit Spannung erwarten wir den Downhill durch die Steinwüste hinunter ins Ahrntal. Thank you.
das war an etwa 5 Kilometer und 900 Höhenmeter Abfahrtsstrecke, bis sie das Herz eines jeden ambitionierten Mountainbike-Fahrers höher schlagen lässt. Nie und nimmer würde ich entlang dieser Strecke mit einem Hardtail-Fahrer tauschen wollen. Mit dem Fully ist die Strecke zwar anspruchsvoll, doch letztendlich ein purer Genuss. Was nun folgt, sind weniger genussbringende, über 50 Kilometer Asphaltabfahrt entlang des Ahrntales bis Ehrenburg. Bereits spät am Nachmittag heißt es, weitere 1100 Höhenmeter in Angriff zu nehmen, um das Tagesziel, die Rastner Hütte, zu erreichen. Da trennen uns noch von der Rastner Hütte. Ja. Die packen wir noch, oder? Ja, alle, wenn wir sie kontrollieren. Aber es war ein sehr langer Tag. Gut. Jawohl. Das war eine mega Etappe. Wahnsinn. Rastner Hütte ist erreicht. Diese mega Etappe, wie Heimo sie nannte, dauerte 12 Stunden und 45 Minuten. Und wir haben 2412 Höhenmeter in den Beinen und 2150 Höhenmeter konnten wir abwärts fahren. Tag 4. Wir verlassen heute die Rastner Hütte. Es ist wieder ca. 8 Uhr. Am heutigen Tag haben wir ein sehr abwechslungsreiches Programm. In typischer Südtiroler Atmosphäre fahren wir entlang der Lüsner Alm, umrunden den Beitler Kofel und passieren die Geisler Gruppe. Inzwischen sind wir schon bei den Wurzerwiesen. Viele kleine Almen mitten im Wald. Ja, und ab und zu sind auch ein paar Hindernisse im Weg. Schaut ein bisschen bedrohlich mit den Hörnern. Und gut. Kurt meistert das wie ein Torero. Ja, wir befinden uns hier nach den Wurzerwiesen. Hier gibt es viele steile Rampen, die zwar von der Traktion her sicher befahren werden können, allerdings zweifellos nur unter größter Verausgabung und im Hinblick auf den Kräftehaushalt des gesamten Tages wirklich nicht zu empfehlen, dass man das auch aufwärts fährt. Aber natürlich hat auch die noch so steilste Rampe irgendwann ein Ende und es geht wieder munter aufwärts. In der Ferne sehen wir schon den Beitlerkofel und das Gömerjoch, über das wir anlässlich der Beitlerkofel-Umrundung noch drüber müssen. Musik.
sind hier bei der Turneretsch-Hütte. Wir fahren da jetzt bei der Hütte vorbei. Zwischen dem Lüsener Joch und der Maurerberghütte können wir entlang des Maurerbergs wunderbare Singletrails genießen. Die Maurerberghütte mit ihrem perfekten Panorama zum Beitlerkofel ist erreicht. Nach kurzer Rast geht es zunächst einen Forstweg abwärts und dann ein paar Asphaltkilometer wieder aufwärts zum Würzjoch. Das Würzjoch ist erreicht. 2000 Meter hoch. Und jetzt geht's auf die Beitlerkofelumrundung. In atemberaubender Umgebung und mitten durch blühende Wiesen führt uns unser Weg an der Nordostseite des Beitlerkofels entlang. Zwischendurch ein Blick zurück zur Maurerberghütte, wo wir hergekommen sind. Hier die Hütte Ütja de Göma. Auch wenn es hier nicht so aussieht, der Aufstieg hier ist sehr steil, rutschig, viel loses Material und oft bedarf es eines Bikers, der den Wanderern beim Abstieg hilft. Danke Heimo für diese nette Geste. Ja, wie gesagt, lange, steil, rutschig und auf diese Weise erreichen wir wieder ein Zwischenziel, das Gömajoch mit 2109 Meter Höhe und sind damit auf der Ostseite des Beitlerkofels angelangt. Recht flowig geht es dann weiter entlang der Brade Bütja, also entlang der Südseite des Beitlerkofels.
Ja, wer hätte bei diesem lieblichen Anblick erwartet, was uns nun bevorsteht? Eine anhaltende, steile, gemessene 22 Grad steile Rampe hinauf zur Beitlerscharte. Erschwert wird diese schiefe Passage durch die zahlreichen Treppen, die hier zum Schutz vor Erosion eingebaut sind und wo jedes Mal das Rad drüber gehoben werden muss. Doch jede Strapaz hat irgendwann einmal auch ihr Ende. Jedenfalls wissen wir inzwischen, dass sich die Mühen auf alle Fälle gelohnt haben, denn der Single Trail zwischen Beitlerscharte und Kreuzkofeljoch ist vom Feinsten. Rasant geht es also über Single Trails zur Schlüterhütte und von dort über einen schottrigen Wirtschaftsweg weiter bis zur Gempenalm. Am unteren Ende der Gempenalm präsentiert sich bereits die Geißlergruppe, an deren anderen Ende das eigentliche Tagesziel, die Proglesalm, liegt. Dann steht man vor der Entscheidung, ob man zum Erreichen der Proglesalm den für Räder gesperrten Adolf-Munkel-Weg nimmt oder der Radroute Transtirol folgt. Die Transtirol-Route hatte dann einige kaum fahrbare Rampen und eine gefühlt endlose verblockte Schiebepassage für uns parat, sodass es vermutlich weniger anstrengend gewesen wäre, die Räder den Munkelweg entlang zu schieben. So schaut es also aus auf der Proglesalm. Dass wir da jetzt ein Zimmer kriegen, das zweifle ich an. Ja, und genau so war es dann auch. Man hat uns zwar ganz freundlich Getränke angeboten, doch dort zu nächtigen, daran war nicht zu denken. Also hieß es weiter und auf bis nach St. Ulrich Ortisei. Sehr an meinem Fahrrad interessiert. Ob ins Tal gehört. Thank you.
diese Weise endet ein langer und erlebnisreicher Tag mitten im Zentrum von St. Ulrich Ortisei. Die statistischen Daten des heutigen Tages: 56 Kilometer, 2250 Höhenmeter im Aufstieg, 2930 Höhenmeter Abfahrt und das während einer Dauer von 11 Stunden und 52 Minuten. Aus beruflichen Gründen konnte Andrea erst am Tag 5 in unseren Alpencross einsteigen und sie tat das mit einer zu Hause vergessenen Steckachse. Auf sehr nette Weise und völlig unbürokratisch wurde ihr von der MTB School and Rental Ortisei eine Steckachse für die Dauer des Alpencrosses zur Verfügung gestellt. Die Tourteilnahme für Andrea war damit gesichert. Nochmals vielen herzlichen Dank für dieses tolle Entgegenkommen nach St. Ulrich Ortisei. Um die verloren gegangene Zeit wieder wettzumachen, beschlossen wir, die Auffahrt auf die Seisaalm mit der Seilbahn vorzunehmen. Fahrräder in der Seilbahn mitzunehmen, ist eine relativ unspektakuläre Sache. Biker sind gern gesehene Gäste. Im Nu sind 770 Höhenmeter überwunden und wir stehen am Mont Seuk und bewundern das Panorama der ganzen Seisaalm. Die markante Langkurfelgruppe sowie die Rosszähne, die Roterdspitze und der Schlern bilden einen wunderschönen Abschluss dieses gewaltigen Hochplateaus. Trotz oder gerade wegen der intensiven touristischen Nutzung ist privater motorisierter Fahrzeugverkehr nicht gestattet. In ständigem Auf und Ab und vorbei an Kompatsch erreichen wir schließlich die Malknechthütte. Die Strecke zwischen Malknechthütte und Tirsaalpe hält wieder einige steile Rampen für uns bereit, sodass der fahrbare Anteil für uns wohl kaum über 50% liegt. Eine Zeit lang dominieren die Rosszähne mit ihrem fast surrealen Aussehen unser Blickfeld. Als stets hilfsbereiter Mountainbiker greife ich natürlich auch einmal spontan zu einem Krampen und helfe einem älteren Herrn beim Abladen von Steinen.
Mit dem Tirser Alpel haben wir sozusagen wieder einmal ein Zwischenhoch erreicht. In rasanter Abfahrt geht es dann weiter in Richtung Roterdspitz. Dass es nach der Abfahrt wieder bergauf gehen muss, das war uns bewusst. Doch hier erwartet uns im Aufstieg doch die eine oder andere Besonderheit. Jetzt sind wir, glaube ich, herum auf 2550 am höchsten Punkt in etwa, ich weiß es nicht. Und Wanderer haben wir viel getroffen, Radlfahrer kann. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber das Resümee, Andrea, es war echt lässig. Es war obergeil, es war sogar ein bisschen Klettersteig dabei, unvorstellbar. Wir befinden uns hier auf einem namenlosen Übergang an der Abzweigung zum Maximiliansteig zum Roterdspitz. Im Hintergrund ist der Schlern erkennbar und die Schlernhäuser, wo uns der weitere Wegverlauf hinführen wird. Hoch über der Seiser Alm, über Kompatsch und Bufflatsch und Schweige sausen wir dahin. Im Hintergrund sieht man jetzt wunderschön den Rosengarten. König Laurins Rosengarten. Während wir die Schlernhäuser erreichen, den vermutlich wohl besten Ort, um das Alpenblühen des Rosengartens zu beobachten, kurz die Geschichte von König Laurin. Es geht um den sagenhaften Zwergenkönig des Rosengartens, der die Tochter des Königs an der Etsch geraubt hatte und im Kampf Dietrich von Bern, der sie zurückholen sollte, unterliegt. König Laurin versuchte mittels einer Tarnkappe im Kampf zu bestehen und sprang, unsichtbar wie er nun zu sein glaubte, im Rosengarten hin und her. Die Ritter aber erkannten an den Bewegungen der Rosen, wo der Zwergenkönig sich verbarg. Sie packten ihn und führten ihn in Gefangenschaft. Laurin aber belegte den Rosengarten, der ihn verraten hatte, mit einem Fluch. Weder bei Tag noch bei Nacht sollte ihn jemals mehr ein Menschenauge sehen. Laurin hatte aber die Dämmerung vergessen. Und so kommt es, dass der Rosengarten bei Sonnenauf- und Untergang vermeintlich blüht. Wir sind inzwischen von den Schlernhäusern abgefahren und befinden uns am Weg zur Sesselschweige oder Sesselalm. Während ganz oben flowige Trails dominierten, ist im unteren Teil Konzentration und Körpereinsatz gefordert.
die Sesselalm. Ich habe dann zu ihr gesagt, ach so ein schöner Fleck, dann hat sie gesagt, jetzt wird es erst schön durch die Schlucht. Die Schlucht, die Heimo hier anspricht, ist der sogenannte Knüppelweg. Eine aus Holzprügeln bestehende Konstruktion, deren Aufgabe es ist, eine durch die Schlucht für das Vieh begehbare Verbindung zwischen Tal- und Sesselschwäge und den darüberliegenden Weiden zu schaffen. Es handelt sich um einen aus zahlreichen größeren und kleineren Strämpfeln errichteten Brückenweg, der teilweise aus dem Mittelalter stammt. Der Knüppelweg windet sich ungefähr 1,5 Kilometer durch die Klamm und noch heute treiben die Völserbauern ihr Vieh darauf zu den Schlernweiden. An der Oberarme, das man hier beobachten kann, verrät einiges über das Fahrgefühl, das man hier hat. Und weil es so schön war, gleich noch einmal. Spektakulär! Berggasthof Schönblick ist unser heutiges Tagesziel, die es schon fast erreicht. Im Swimmingpool des Dierser Hotels findet sich nicht nur Abkühlung, sondern auch Gelegenheit, die heutige Tour noch einmal Revue passieren zu lassen. Wir waren 9 Stunden und 40 Minuten unterwegs, die Streckenlänge betrug 40 Kilometer, es gab 2044 Höhenmeter Aufstieg und 2216 Höhenmeter Abfahrt. Im Dierser Hotel Paradies konnten wir Swimmingpool, ausgezeichnetes Essen und ein großzügiges Apartment genießen, sodass wir völlig entspannt in den Tag 6 starten. Die heutige Tagesetappe hat einen relativ hohen Asphaltanteil und auf Asphalt beginnen wir auch gleich die Auffahrt auf den Nigerpass und gleich anschließend den Karapass. Kaffee, Tscharl am Nigerpass, gibt's was Schönes.
Mit dem Carapaz verlassen wir jetzt Südtirol. Zum Carapaz waren es rund 18,5 Kilometer und 830 Höhenmeter. Danach folgen wir einem Schottertrail hinunter bis nach Moena. Passieren die Malgaronkak, ein Restaurant in bester Lage über Moena. Auch Moena selbst starten wir einen Besuch ab, um uns einen Aperol Spritz und ein paar Stuzzichini zu genehmigen. Von Moena geht es vorbei an Predazzo bis nach Ciano di Fieme auf einem gut ausgebauten Radweg. Das ist jetzt die Sprunganlage von Predazzo, wo die Weltcup-Skisprungbewerbe abgehalten werden. Und unser Radweg führt uns direkt hier vorbei. Die Auffahrt zum Cauriol beginnt in Ciano di Fieme, bei einem Häuschen, das an die Standschützen erinnert, die oben am Berg gekämpft haben. Auf geht's zum Passo Sadole. Schonungslos steil führt eine Teerstraße hinauf. Dann wechselt der Belag auf Schotter und es nimmt die Neigung etwas ab. Nach 620 anstrengenden Höhenmetern über rund 6 Kilometer erreichen wir die Malga Sadole, wo wir uns stärken können. Der Standschützenbrunnen, den wir hier finden, ist schon ein erstes Indiz für die bewegte Geschichte dieser Gegend. Über die rund 50 Kilometer lange Lagereikette verlief im Gebirgskrieg 15 bis 17 die Frontlinie. Besonders im Bereich des Kardinal und des Cauriol lieferten sich die Italiener und Österreicher heftige Auseinandersetzungen. Ab der Malga Sadole kann man 2 Kilometer noch ganz gut fahren. Dann beginnt eine gemischte Schiebefahrstrecke bis hinauf zum Passo Sadole. Jeder Meter zum Fahren wird genutzt. Die letzten paar Minuten zum Passo Sadole. Mit 2066 Metern Seehöhe bildet dieser Übergang zugleich auch den höchsten Punkt dieser heutigen Tagesetappe. Knapp nach dem Sattel oder im Bereich des Sattels ist etwas Schieben angesagt, doch dann geht es eigentlich ganz flott voran. Thank you.
etwa zur Hälfte der 930 Höhenmeter Abfahrt mündet der unruhige Waldtrail in einen schönen Forstweg. Auf diesem Forstweg setzen wir die Fahrt Richtung Rifugio Rifavaye, dem heutigen Tagesziel, fort. Wir treffen nach etwa 9 Stunden 35 Minuten ein, haben zu diesem Zeitpunkt 61 Kilometer gemacht und 2996 Höhenmeter im Aufstieg und 1891 Meter bergab. Unterkünfte wie das Rifugio Rifavaye sind es, die dafür sorgen, dass man auch als Alpencrosser kein Gramm abnimmt. Vorspeise, Salat, Hauptspeise, Nachspeise, was das Herz begehrte, alles à la carte und abgerechnet wurde Halbpension. Schon bald sorgte ein Platter für einen unfreiwilligen Stopp. Andrea assistiert, Heimo filmt, kurz schöpft. So, und schon sind wir fertig und weiter geht's auf den Cinque Croce. Das Stück des Weges hinauf zum Passo Cinque Croce fahren wir gemeinsam mit drei jungen Mädels aus Südbayern. Malga Val Cion, etwa 2 Kilometer unterhalb des Passos Cinque Croce, können wir die Arbeit eines Hirtenhundes beobachten. Rund 2020 Metern Seehöhe bildet der Passo Cinque Croce auch zugleich schon den höchsten Punkt der heutigen Tagesetappe. Der Malga Conseria gönnen wir uns eine kurze Mittagsrast, verblüffenderweise bei Hirterradler. Die Wirtin empfiehlt uns noch, nicht auf der staubigen Schotterstraße abzufahren, sondern den netten Steig quer über die Almwiesen zu nehmen. Für uns, die wir in Österreich gerade die unsägliche Diskussion über die Öffnung der Forststraßen für Mountainbiker miterleben, ein unvorstellbar entspannter Umgang mit den Mountainbikern. Thank you.
war mal ab und zu mitten durch einen Misthaufen fahren, es nutzt nichts. Ab dem Rifugio Carletini sind es rund 24 Asphaltkilometer ins Val Sugana. Im Talörtchen Spera erwartet uns eine Besonderheit, ein etwa 150 Höhenmeter überwindender Treppensteig. Bei rund 35 Grad Hitze geht's dann noch entlang des Radweges bis Grigno. Aus dem Val Sugana gibt es zwei Möglichkeiten, in das Hochplateau der Sette Comuni zu gelangen. Die Kaiserjägerstraße ab Levico Terme oder die von uns gewählte Parricata-Straße, die in Grigno beginnt. Das ist der Beginn der Auffahrt zum Rifugio Parricata, 13 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Und wie man sieht, ist da gleich mal durch Verbotsschilder alle Eventualitäten abgedeckt. Die Einbahnregelung für Radfahrer und der eingeschränkte motorisierte Verkehr machen die Auffahrt hier wesentlich angenehmer als jene über die Kaiserjägerstraße. Hallo Mama! Keine Ahnung, wieso Andrea mich hier als Mama bezeichnet. Ja, das nenne ich einen Einsatz. Tief- und Ausblicke, die man hier entlang der Auffahrt genießen kann, sind atemberaubend. Es war ein Kampf von unten bis oben, um in deinen Worten zu sprechen. Die Andrea und der Kurt, sie haben mich fast umgebracht. Aber jetzt sind wir da und jetzt werden wir ein isotonisches Getränk heben. Auf die! Wir sind jetzt in unserem Zimmer. Andrea ist tot. Aber nicht bin. Mein Bett ist quasi leer. Und der Kurt ist beim Studium der morgigen Etappe. Höhenprofil. Ja, schaut ja lässig aus, wie gehabt, 2000 Höhenmeter. Die 2000 Höhenmeter Marke haben wir auch bei der heutigen Etappe überschritten. Es waren 2039, über 58 Kilometer. Abfahrtshöhenmeter waren es 1850 und das über eine Dauer von 9 Stunden und 25 Minuten. Während die vorangegangenen Tagesetappen grundsätzlich in Nord-Süd-Richtung orientiert waren, verläuft die heutige Tagesetappe in Ost-West-Richtung, quer durch die geschichtsträchtige Hochebene der Sette Comuni. Thank you.
Hier passiert Heimo gerade die Seletta Caviglia. Überall entlang unserer Route findet man auch heute noch Überreste der Kriegshandlungen, die im Ersten Weltkrieg hier stattfanden. Seien es Gebäudereste, Stellungsreste und auch die Straßen, auf denen wir fahren, sind militärischen Ursprungs. Gedenksteine und Gedenktafeln tragen bekannte Namen wie Kaiser Karl, Prinz Eugen oder Arthur von Mezzensefi. Hier befinden wir uns gerade am Pivio Konrad, benannt nach Konrad von Hötzendorf, dem Chef des Generalstabes. Die immer wieder anzutreffende Bezeichnung 6JD, so wie auch hier zum Beispiel in dem Wegweiser Kaiser-Karl-Straße, bedeutet eigentlich 6ID, also 6. Infanteriedivision, die sogenannte Grazer Division, die hier gegen die Italiener kämpfte. Dem Mezzensefi-Sattel haben wir mit 2060 Metern den höchsten Punkt der heutigen Tagesetappe erreicht. Von der Seletta Mezzensefi können wir schon die Porchetta Portule erkennen, hier der rechteste Einschnitt. Darüber geht es auf der anderen Seite wieder abwärts zur Malga Larici. Zunächst jedoch passieren wir noch das Gelände eines ehemaligen Feldspitals. Inzwischen haben wir die Porchetta Portule erreicht. Diese Kavernenanlage wurde von den Österreichern errichtet und barg gleich zwei, heute würde man sagen, Mittelstationen von Seilbahnen. Auch wurde hier ein riesengroßer Wasserbehälter errichtet, der über Viadukte die Hänge des Ortigara speiste. Und wieder sagen wir noch auf historischem Boden bei Seilbahnstation Kurt. Die Porchetta Portule, der wichtigste logistische Punkt für die Versorgung der 6. Division über die Prinz-Eugen-Straße und Kaiser-Karl-Straße. Hier im Bild die Malga Larici di Sotto. Tag, Karl Andrea. Inzwischen 35 Grad oder wie viel wird es denn oben heute? Wahnsinn. Ja, war wir machen. Auf unserem Weg zum heutigen Tagesziel, das Rifugio Stella d'Italia, besuchen wir noch das Werk Gschwend, von den Italienern oft auch als Fort Belvedere bezeichnet. Es war eines von insgesamt 7 Sperrwerken des österreichisch-ungarischen Festungsriegels in den Sette Comuni. Ein
intensives Gewitter saßen wir in einem kleinen Hotel in Nocellari aus. Danach ging es wie geplant zum Rifugio Stella d'Italia. Für die Statistik das heutige Tagwerk: 60 Kilometer, 1831 Höhenmeter im Aufstieg, 1662 Höhenmeter abfahrend und das während 10 Stunden 23 Minuten. Und so starten wir freudig in unseren letzten anstrengenden Tag. Unser erstes Zwischenziel wird der 1854 Meter hohe Monte Maggio sein. Etwas unterhalb des Passo Coe fahren wir den Westhang bergauf zum Monte Maggio. Gipfel des Monte Maggio kann man schon ganz gut den Streckenverlauf des weiteren Weges erkennen, den wir hinauf auf den Passubio nehmen werden. Der Monte Maggio markiert aber auch den Beginn eines genialen Trails hinunter zum Passo della Porcola. Dazwischen sind immer wieder einige Streckenpassagen sehr schwierig zu befahren, sodass wir es teilweise bevorzugen, die Räder zu schieben. Es dauert nicht lange, da sind wir auch auf Höhe 1490 angelangt und treffen auf das mittlerweile berühmte LKW-Wrack. Fahr weiter, gut! Gut, den habe ich mal da rausgehen. Rasanter Fahrt ging es die 19 Spitzkehren des Passo della Porcola talwärts und schon befinden wir uns wieder aufwärts fahrend Richtung Passo Xomo. 7 Kilometer und etwa 400 Höhenmeter zieht sich ein feines Asphaltsträßchen hoch auf den Passo Xomo. Dort stärken wir uns noch einmal, bevor wir den Passubio in Angriff nehmen.
Wir passieren das untere Ende der Strada delle 52 Gallerie, dem berühmten Kriegssteig mit den 52 Tunneln. Als Mountainbiker nehmen wir allerdings die Strada degli Scarubi. Einen blinden Passagier auf dem Passubio haben wir auch mit. Stimmt. Ein bisschen Zusatzgewicht, gut. Ja. Mitten am Berg treffen wir auch auf Verkehrszeichen, deren Bedeutung sich nicht so recht erschließen lässt. Dort in der Senke, also praktisch schon zum Greifen nahe, liegt das Rifugio Achille Papa, doch wir wissen bereits, dass wir dort keine Nächtigungsmöglichkeit bekommen werden. Nach etwa 2,5 Stunden haben wir die 860 Höhenmeter und 10,5 Kilometer ab dem Passo Xomo hinter uns gebracht und wir gönnen uns eine Rast beim Rifugio Achille Papa. Im Hintergrund gerade schön zu sehen, die Strada degli Eroi. Eine Inspektion des oberen Endes der Strada delle 52 Gallerie ergibt, es ist nichts für Fahrräder. Nach einem abschließenden Kaffee geht es weiter auf die Strecke Richtung Passo delle Sette Croci. Hier schön zu sehen unsere Auffahrtsstrecke. Etliche Gedenkstätten und Soldatenfriedhöfe sowie Kapellen stehen hier inmitten der Reste der Stellungen und Kavernen. Der Passo Sette Croci. Wir sind unterwegs zum Rifugio Lancia, La Lanza, und haben nicht der Navi-Route vertraut, sondern der Markierung und den angeschriebenen Weg genommen, und das war auf gut Deutsch gesagt ein Griff in den Arsch. Passo Campo! Ja, das ist schlimmer, Kurt. Das ist noch. Ein langer Tag geht zu Ende. Der 9., einer der längsten und schwersten. Aber salute. Salute.
Nom, nom. So, und jetzt sind Ex oben. Amos Bier. Auch wenn es sich für Heimo so angefühlt haben mag, wir haben heute keine Spitzenwerte erreicht. Heute waren wir 45 Kilometer unterwegs, 2080 Höhenmeter Aufstieg, 1823 Meter Abfahrt und unterwegs waren wir 11 Stunden und 20 Minuten. So, für die heutige letzte Etappe steht eigentlich nur mehr gemütliches Ausrollen bis zum Gardasee am Plan. Lancia ging es teils auf Asphalt, teils auf Schotterwegen bis Ciabianca, von wo wir das rechte, flussabwärts gesehen, Ufer des Leno di Terragnolo entlangfahren wollten, da diese Seite tolle Einblicke in die Schlucht gewährt. Leider hatte ein Erdrutsch im untersten Teil die Straße weggerissen, sodass dort ein Passieren unmöglich war. Alle unsere Versuche, irgendwie doch noch im Flussbett voranzukommen, scheiterten, sodass wir schließlich zum Rückzug gezwungen waren. Nunmehr am anderen Flussufer, talwärts fahrend, konnten wir allerdings dann einen schönen Blick auf die Eremitei San Colombano werfen. Ab Rovereto ging es dann ausschließlich auf Radwegen, zuletzt über den Passo San Giovanni bis zum Gardasee. Sobald man aus dem Örtchen Nago hinauskommt, öffnet sich der Blick auf den Gardasee. Das Ziel ist zum Greifen nahe. Und es dauert tatsächlich nicht lange, bis wir Torvole und damit das Seeufer erreicht haben. Gut, wir haben es geschafft. Der wird gleich umdrehen, warte ein bisschen. Ja, genau. Oh. Nein. Kurt und der Schwan. Thank you.
Wir hatten uns schon den ganzen Tag über vorgenommen, wenn das Ziel erreicht ist, uns mit den größten Eisbechern zu belohnen, die die Eiskarte hergibt. Und man sieht, es schmeckt. Ja, wir beenden hier nicht nur eine Tagesetappe, sondern es ist zugleich auch der Abschluss eines gewaltigen Abenteuers des Alpencrosses vom Chiemsee zum Gardasee. In diesen 10 Tagen Alpencross fuhren wir 575 Kilometer, bewältigten 18.730 Höhenmeter aufwärts, 19.160 Höhenmeter abwärts und unser höchster Punkt war der Krimmler Dauern mit 2.636 Metern Seehöhe. Mit diesen Eindrücken vom Gardasee und von Riva geht die 10. und letzte Etappe für uns zu Ende. Wir waren 50 Kilometer unterwegs, machten 415 Höhenmeter aufwärts, 2084 Höhenmeter abwärts und brauchten dafür 4 Stunden und 20 Minuten. Jetzt sitzen wir in der Gandel und fahren rauf auf die Seiser Alm. In der Gandel. In der Gondel. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt auf die Seiser Alm. So fährst du jetzt da rein?